Nach der Auftragserteilung beginnt der Meister mit der genauen Planung. Am PC öffnet er die bestehenden Installationspläne des Erstauftrages. Darin trägt er die Erweiterungen ein. Alle neuen Busgeräte wie Aktoren, Sensoren und Systemkomponenten werden erfasst und in der vorhandenen Dokumentation ergänzt. So wird zum Beispiel beim KNX-Bus die Geräteliste aktualisiert. Wichtig ist auch, dass alle neuen Funktionen exakt beschrieben werden. Hierzu wird beim KNX-Bus die Funktionsliste an die neuen Funktionen angepasst. Die benötigten Buskomponenten sind sehr teuer, weshalb nach Möglichkeit eine Lagerhaltung vermieden wird. Daher werden die Buskomponenten überwiegend just-in-time telefonisch oder über das Internet bestellt. Die genaue Personal- und Zeitplanung führt der Meister ebenfalls am PC durch. Nach Aktualisierung aller Unterlagen wird nun der Geselle vom Meister in den geplanten Auftrag eingewiesen. Er übergibt dem Gesellen alle wichtigen Dokumente, wie zum Beispiel die Bauakte und Handbücher zu den Busgeräten. Gut informiert kann der Geselle mit der Durchführung beginnen.